Und damit herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Ja, eventuell Finalfolge. Wir schauen mal. Wir haben in der letzten Folge ja aufgehört und sind jetzt hier im Schlaraffenland, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Und dürfen anscheinend, so wie es aussieht, glaube ich, nicht von den Augen entdeckt werden. Deswegen werden wir hier mal ein wenig sneaky durchschleichen. Ich hoffe mal, dass es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das mit dem Licht ist aber gemein, weil da kann man nicht sehen, wo gerade die Scheinwerfer sind. Das ist voll fies. Und vor allem, was für ein Twist das jetzt ist, hier auf einmal so voll jetzt das Schleichgame. Was soll denn das? Oh, bitte keine Monster oder sowas jetzt hier, dann würde ich jetzt einen Anfall bekommen. Wo müssen wir... Wo müssen wir überhaupt hin? Und ich frage mich, was passiert, wenn uns ein Licht... Was? Lichtkegel trifft. Was dann überhaupt passiert? Lal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 a. Ich werde das mal versuchen, so den Kegeln immer hinterher zu gehen. Vielleicht bringt das ja was. Es sieht geil aus. Ein Checkpoint haben wir auf jeden Fall. Na, drückst jetzt aber mal. Willst du mal X drücken? Basti, ich möchte... Jetzt klemmte der an dem Schalter. Ach so. Oh. Was ist denn da hinten? Da ist ein Riesenauge ganz am Ende. Und... Och nee, kommt Jungs. Was? Was? Ach so, man kann auch oft... Hab ich das mal früher gesehen? Okay, da ist man also Aber man, wir sind nicht gestorben. Also... Mich juckt schon wieder. Tut mir leid, kleiner Moment. Irgendwie... Boah, wenn ich meinen Schreibtisch sehe, der ist total unaufgeräumt. Liegen so voll die Klamotten rum. Naja, auf jeden Fall sieht das so aus, als... sieht so aus, als würden wir nicht sterben. Ich versuch's mal. Um Jottes Willen. In welche Richtung ist denn die eine Faser da am liegen? Oh Gott. Hilft mir. Aber vom Level-Design ganz cool gemacht, muss ich sagen. Also... Was? Warum? Entschuldigt bitte, ich muss mal ein wenig mich hier... Was? Ich kann es entschärfen? Ach, hör auf. Geil, vielleicht kann ich es ja mitnehmen. Beeil dich! Och nee, jetzt wieder von hier, oder... Mir missfällt schon meine eigene deutsche Sprache bei diesem Kackspiel. Ah, okay, die Bombe haben wir anscheinend schon. So, jetzt werde ich mal hier ein wenig flotter durchgehen. Ich teaser hier ganz groß an, dass es die letzte Folge wird, aber... Schaffen wir das diesmal? Ich will wenigstens einen so ein Bastelteil haben. Jo. Ich glaube, das andere kriegen wir, glaube ich, nicht. Das wird, glaube ich, zu knapp werden, oder? Aber dem ersten bin ich mir unsicher, also... Da wäre ich, glaube ich, zu gierig. Das ist aber fies, dass man immer wieder von vorne anfängt. Das ist voll gemein. Und wie soll ich denn da bitte... Wie läuft denn der Kegel? Der kommt erst nach hier, dann geht er wieder darüber und dann geht er, glaube ich, da hinten hin. Ich versuch's jetzt mal. Oh! Hab ich mich jetzt erschrocken? Darf ich mich jetzt erschrocken? Weil ich gedacht habe, ach komm, wenn er da... Oh Gott! Also, wie geil ist das? War der denn? Der war wohl geil. So, okay, jetzt sind wir gestorben. Definitiv. So, dann schauen wir doch mal.
La 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 la, trollolololo, lololo. Nein! Du Kackspiel! Warum ist es denn jetzt da unten? Du scheiß Kackspiel! Du war doch vorher ganz... Oh, die Bombe also ist random. Also die Bombe ist echt random, also ist immer anders. Okay, jetzt wissen wir das. Jetzt habe ich das auch rausgefunden. Du scheiß Kackspiel, du. Ich probiere das trotzdem jetzt nochmal hier, diese Scheiße einzusammeln. Hier dürfte uns der Lichtkegel auch eigentlich nicht kriegen, ne? Na? Das dürfte eigentlich locker von Flocker von der Hand gehen. Locker von Flocker von der Hand, sondern locker flockig von der Hand, wollte ich sagen. Oh, es ist knapp. Da war ich jetzt aber ganz schön... Was? Lauf, 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 lauf doch! Nein, 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 nein. Was? Ach, wir haben ja immer noch nicht den Turm erreicht, okay. Ich hier so groß angekündigt, ja, eventuell, oh, ja, auf jeden Fall letzte Folge, ja, ganz bestimmt, Also, ich vermute es mal, aber ich glaube nicht. Also, ihr wisst es ja schon am Titel der Folge. Hä? Was? Was, wo sind wir denn hier? Hier wollte ich gar nicht rein, aber okay. Okay. Scheint der Fahrstuhl zu sein. Ach, von hier kamen wir ja, glaube ich, damals, ne? Kann das sein? Ich habe schon wieder voll vergessen. Und warum stehen die Bäume so komisch? Das ist kein normales Verhalten von Bäumen. Kommen wir auch rein? Nein. Okay. Ich schaue trotzdem immer wieder mich nochmal um, weil man weiß ja nicht, ob hier wieder was Neues rumliegt. In diesem Hof waren wir doch schon gewesen. Warum ist er denn so runtergekommen? Zumindest von welchen... Welche Steine liegen hier auf dem Boden? Merkwürdig alles. Merkwürdig, merkwürdig alles. Naja, Rainer! War das nicht... Hä? War das nicht die Eingangshalle letztens, wo wir reingegangen sind, dass da auf einmal die Leichen da wieder lagen vom Anfang des Spiels? Oder vertue ich mich da? Ach nee, Quatsch, da war der Save-Punkt, Save-Game-Punkt, mein Gott, was ist denn los mit mir heute? Der Save-Point war ja hier gewesen, stimmt ja. Genau. Ich werde trotzdem nochmal eben auf die Schnelle speichern. Nicht weil ich es will, sondern weil ich es kann. Sondern, genau, weil ich es kann, weil wir die Möglichkeit haben und ich werde es einfach mal speichern. Der Rollstuhl ist weg und alles ist runtergekommen. Warum? Sehen wir jetzt vielleicht die Ausmaße unserer Arbeit? Ich habe immer noch die Theorie, jetzt momentan die Theorie, dass wir gar nicht Detective sind, sondern auch ein Arzt hier in der Klinik. Mal gucken, ob die Theorie sich bestätigt. So. Okay, es geht ab zum Turm. Wenn ich hier lebend rauskomme, setze ich nie wieder einen Fuß in einen Aufzug. Kluge Sprüche von Basti Castellanos. Was? Hehe, Finale. Das erinnert mich voll an die Halle von Silent Hill. Volles Rohr. An diese Baum, wo dieser Baum da rausragt oder was das war. Ich glaube bei Homecoming war es oder bei Downpour. Oh mein Gott, das wird der finale Kampf, definitiv. Oh, da unten sind die alle am Liegen. Ist das der Doktor da unten? Wieso kann...
kann nicht zoomen. Was ist, wie hohl ist das denn? Ach, weil die Kamera so weit weg ist, oder was? Die Kamera zoomt gar nicht mehr. Aber es sieht förmlich danach aus, als würde da unten der Doktor drin liegen. Oh je. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Liegt da noch im... Da sind wir am liegen. Was? Das kann nicht sein. Hilfe! Hilfe! Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige. Ja, Finale, würde ich sagen. Erstens, was wollte ich sagen? Ja, geiler Gegner, auf jeden Fall sieht sehr geil aus, wird definitiv frustrierend. Zweitens, wie kann man so durch die Gegend geschleudert werden und immer noch leben? Ich werde daraus nicht schlau, bin ich ganz ehrlich.
Wie soll ich denn das... Ich frage es gar nicht. Du scheiß Kackspiel. Ja, Alter, wir wissen auf jeden Fall, dass... Warte, was ist mit Leslie? Was... Ich verstehe es nicht. Ich will es auch gar nicht verstehen, glaube ich. Des Weiteren... aber ist ja... Ist Kidman dann... Ist denn dann Kidman quasi... jemand vom FBI oder was? Weil sie... Weil sie mehr weiß wie wir? Was ist denn... Du Kackspiel, was soll denn das? Alter, ich konnte doch gar nichts machen, außer laufen. Die Folge wird definitiv mal etwas länger gehen, glaube ich. Und auf einmal kann Basti unendlich rennen, wollte ich mal gesagt haben. Und jetzt? What? What the fuck? Ja, komm her, ich bin Rambo. Ja. Alter, was eine geile Endszene. Das ist immer eine geile Szene. Die sterben! Ich wollte es eigentlich gerade sagen, er hat 1000 Arme und wir stehen da mit dem MG und sind am Pflastern auf ihn, am Ballern wie so ein Wa... Ja, der obligatorische Resident Evil Raketenwerfer. Ja! Hasta la vista, baby! Yeah. Geh sterben! Geh sterben, du Scheißvieh! Geh sterben! Was? Ja, natürlich, wie soll ich das denn treffen, bitte? Keine Muni mehr. Ich hab gleich keine Muni mehr, mal so eben. Was? Er schießt vorbei, ja natürlich. Komm. Und jetzt? Oh, Entschuldigung. Alter, was ist das für ein geiler Endkampf? Habe ich ja noch nie so erlebt.
der hat gesessen. Dann sollten wir echt ein bisschen sparsamer mit umgehen. Gibt es wieder das obligatorische dreimal draufschießen? Wahrscheinlich, ne? Was? Der ist schon so nah, was soll ich denn machen? Immer auf die Birne. Ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Ruvik. Oh mein Gott, was heißt denn jetzt, ihr kann uns hier nicht festhalten? Wir können ihn nicht... wo muss ich hin? Und was? Ich erledige das. Fußball! Das war's? Das war das Ende? Wo ist der Ausgang? Wo ist das hier hin? Hallo? Ah, da. Darf ich da nochmal drauf treten? Achso. Lebenszeichen, Sir. Lasst ihn hier. Und die beiden auch. Die gehen nirgendwo hin. Nirgendwo. Ugh.
Jetzt erstmal ein Bier. Los, los, los! Detective, sind Sie okay? Ist noch jemand hier? Ich brauche ein wenig echte frische Luft. Geblutet und gelitten. Und ja, lasst uns mal. Ja, hoppala, Entschuldigung. Ja, lasst uns mal gemeinsam oder beziehungsweise ich werde mal ein wenig hier drüber quatschen, weil im Hintergrund läuft nämlich die Musik. Vielleicht werde ich die Musik auch ein bisschen leiser schrauben, dass man mich besser hört. In der Bearbeitung. Ja, lasst uns über The Evil Within sprechen. Wir haben gelitten, wir haben gekämpft, wir haben geblutet. Und ich muss sagen, das Ende. Lasst uns über das Ende reden. Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also, meine Theorie war ja sowieso hinfällig jetzt eh mit dass wir gar kein Detective sind. Wir sind also Detective. Aber, wie soll ich es ausdrücken? Sind wir quasi immer noch in so einer, in Anführungsstrichen, Matrix-Anlage, weil wir haben gesehen, dass Leslie ja quasi der Oberguru ist, ja, bei dem alles funktioniert hat, was Ruvik ausprobiert hat. Und Leslie ist quasi der Einzige, bei dem es funktioniert und der auch, ja, uns quasi so ein bisschen hinters Licht gefühlt hat, Licht hinters Licht geführt hat, glaube ich zumindest. Und, weil jetzt zum Ende hin haben wir ja gesehen, dass das Ruvik da, nicht Ruvik, das Leslie Witters oder wie der heißt, dass Leslie da vongelaufen ist und Basti so ein bisschen wieder die Kopfschmerzen bekommen hat, was für mich bedeutet, er ist immer noch in der Klinik oder angeschlossen an so einer Maschine, an so einer Matrix-Maschine und dass es quasi weitergeht für Basti Castellanos. Aber ich verstehe diesen Zusammenhang, dass das ist so Brainstorming, ist das ist so. So, zum Beispiel, was hat das Ganze mit der Geschichte von Basti zu tun? Das wird mir noch nicht schlüssig. Ich meine, er hat da so sein Tagebuch so erzählt, ach ja, wir haben unser Kind verloren und da passt überhaupt irgendwie nicht da rein, also meiner Meinung nach. Am liebsten hätte er doch wahrscheinlich, hätte man so schreiben sollen, so Sachen wie, boah, ja, jetzt bin ich schon so lange hier Detective und ich habe hier so einen schweren Fall und da passieren die Dinge und die. Das wäre vielleicht interessanter, aber so, naja, ist ja auch egal. Des Zweiten, gut, dann ist quasi, aber Ruven war doch Ruvik, oder bin ich da nicht mehr im Bilde? Ruven war doch Ruvik, oder ist Ruben Leslie? Ja, Ruben war ja Ruvik wegen der Schwester, weil er die Schwester ja wieder zum Leben erweckt hat. Das war ja diese uselige Alte mit den langen schwarzen Haaren und den die Überlänge hatten, die Fingernägel. Und, naja, gut.
Da kann man sich jetzt, ich glaube, stundenlang und minutenlang, glaube ich, noch drüber unterhalten. Also ich finde es von der Story her sehr verwirrend. Also es wäre schön gewesen, wenn vielleicht so ein paar Twists es hätte gegeben. Wenn man so auf einmal vielleicht dann Kidman spielt. Wir wissen ja zum Beispiel auch gar nicht, für wen Kidman eigentlich spielt. Ob es fürs FBI ist oder ob es für NSA, CIA, keine Ahnung. Wissen wir ja nicht, haben wir auch gar nicht gesagt bekommen. Das sind Fragen über Fragen, die offen bleiben. Und das ist so verwirrend, die Story, finde ich persönlich. Da werden wahrscheinlich einige das genauso sagen, die das Let's Playen. Liebe Grüße an die anderen Let's Player. Vom Spielerischen bin ich sehr enttäuscht. Habt ihr ja jetzt, die das Let's Play verfolgt haben, haben es jetzt selber dann wahrscheinlich auch gesehen, einige Folgen, die jetzt die Folge jetzt hier sehen. Also es ist sehr, sehr nervend, zermürbend und sehr, sehr nervenaufreibend, einige Passagen. Und gut, ich habe aber gesagt, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich das Spiel dann nochmal im Stream zeigen, dann wahrscheinlich so einen kleinen Speedrun machen. Das übrigens, was hier läuft, ist ein ganz berühmter Song, ich komme nur nicht drauf. Ich werde diese Songs aber wahrscheinlich rausschneiden, da steht sogar Musik and Voice. Ja, Sebastian Castellanos, Anson Mount, Jennifer Gardner, ja, haben wir da den Dave Holt, den Keith Wendling to do. Ja, aber wie gesagt, das ist, also vom Spielerischen am Anfang war es sehr, sehr geil, also sehr atmosphärisch auch und so mit den Fallen und, aber trotzdem sind so die Passagen, also ich weiß nicht, was sich der Shinji Mikami sich dabei gedacht hat. Vor allen Dingen auch dieses Gegner-Respawnen, also dieses immer wieder Kommen von Gegnern oder diese, wie zum Beispiel auch Gronkh sagt oder ich auch halt hier dieses Arena-Kämpfe, das muss nicht sein. Ja, sowas muss nicht sein, das kann man anders lösen. Das kommt mir so ein bisschen vor, als ob sie irgendwie so die ja nicht die Lust am Entwickeln hatten, sondern so keine Zeit mehr hatten, weiterzuentwickeln in einigen Passagen. Des Weiteren... nein, aber es ist einfach so einige Passagen, also dieses Gegner-Respawn, dass zum Beispiel wir hatten dreimal Klaus, zweimal, dreimal hatten wir sogar Klaus gehabt, wir hatten dreimal die Truller, wir hatten zweimal Fetti, ja, den Dicken mit der Kettensäge, sogar zum Schluss kam er auch nochmal mit der Rakete, wie praktisch er ja uns die Rakete dahin gelegt hat, aber die obligatorische Resident Evil, den obligatorischen Resident Evil Raketenwerfer, der musste ja irgendwann kommen. Und ich bin enttäuscht vom Endgegner, muss ich sagen, weil eigentlich kennt man bei Horror Survival Games, da steht sogar Long Way Down, ja, Air on the G-Strings. Johann Sebastian Bach, genau, das war das. Das ist nämlich ein Song von Bach. Ja, enttäuscht vom Endgegner bin ich deswegen, weil, ja, wie soll ich sagen, man kennt bei Horror Survival Games eigentlich Endgegner mal so, ja, die Munition, die du hast und die Waffen, sieh zu, wie du fertig wirst. Da werdet ihr mir wahrscheinlich recht geben, das ist meistens so immer früher gewesen. Da gab riesen Gegner und da muss man immer so Weak Spots hat man da immer gehabt, wo man zum Beispiel mit der Pistole so stundenlang so draufballern musste, bis was passiert ist. Und da musste man, keine Munition mehr, ich muss erstmal rumlaufen in der Arena und da lag wieder Munition, die muss ich wieder aufsammeln, um wieder neue Munition zu haben für den Revolver und dann wieder weiter drauf pflastern, draufballern. Da haben sie sich im Prinzip quasi die Arena gespart. Die haben sie bei den Zombies reingefügt. Also bin ich ein bisschen enttäuscht. Und dann natürlich auch dieses, ich stehe am MG. Ja, und ja, ist ein bisschen. Also ich weiß nicht. Also und dann auch das mit der Rakete, da mit den Raketenwerfer, das war so, ja komm, wir machen mal so ein bisschen so einen Endgegner, den man sieht, aber nicht selber so beballern kann. Das war so alles so vorgegeben. Ja. Ich hätte mir schon gewünscht, dass man so eine große Arena hat. Dass man in der Arena ein bisschen frei sich bewegen kann, gegen den Endgegner mal so ein bisschen so ein paar Punkte auskundschaften, alles. Es ist trotzdem, man kann es spielen, ja. Es ist kein ganz schlechtes Spiel, aber auch kein, wow, ey, es ist jetzt der ultra super Horror, so wie es hier angepriesen wurde von der Presse. Ja, das mega geile Horror-Survival-Abenteuer des 20. Jahrhunderts. Es ist einfach ein, ja, mittelmäßiger Horror,
Survival Horror, würde ich jetzt, Survival Game, würde ich jetzt sagen. Und ich würde mir doch viel, viel mehr, hätte mir viel, viel mehr mit den Schockern gewünscht, dass mehr Schocker drin war. Ich meine, ich habe ein paar Mal, muss ich mich echt zusammenreißen. Also ein paar Sachen haben mich echt schockiert. Aber das, ich muss sagen, da sind einige Sachen dabei, die hätte man besser machen können. Ja, wie, was ich zum Beispiel auch nicht verstanden habe, wie die Zombies reagieren. Also, wenn es Zombies waren, ich weiß ja gar nicht, wie, man weiß ja auch gar nicht, zum Beispiel bei Resident Evil ist es ja so, da weiß man, ah, da ist ein Virus ausgebrochen, deswegen sehen die alle so aus. So, hier wirst du, hier bekommst du Wellen an Gegnern, ja, da sind wir wieder beim Thema Arena-Kämpfe. Die kriegst du da rein, du wirst da reingeschmissen und ja, da kommen sie. So, du weißt aber nicht, woher sie kommen, wie, was das für Wesen sind. Sind das halt die Testpersonen von Ruvik? Sind es Fehlgeburten von dem lieben Gott? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Tja, das, also da kann, ich glaube, da könnte man sich noch stundenlang und tagelang darüber unterhalten. Und, ja, Bethesda, The Workshop, San Maxine, Tango, Gameworks. Yeah, Kapitel 15 überlebt. Abschlussbonus, Maschinengewehr erhalten. Ein Maschinengewehr haben wir jetzt. Und einen Raketenwerfer. Und 50.000 Fertigkeitspunkte. Und ein neues Spiel plus neues und was? Modellansicht. Können sie im Startmenü ausgewählt werden. Du kannst jetzt einen neuen Schwierigkeitsgrad einstellen, wenn du ein neues Spiel startest. Ich bin 74 Mal nur gestorben? Das geht. 21 Stunden habe ich insgesamt gebraucht. So, ich speichere nochmal eben auf die Schnelle. Bringt mir zwar eh nichts, aber egal. Ja. Abgeschlossen. Kapitel 1, der Notruf. So. Titelbildschirm, da wird sowieso nicht mehr viel kommen jetzt hier. Die von den Kreaturen mit dem Safe auf dem Kopf geworfen. So schnell konnte ich jetzt gar nicht lesen. Hallo? Es ist alles rot, ja. Was haben wir denn hier? Neues Spiel. Und hier neues Spiel plus Spiele jedes Kapitel, das du bereits abgeschlossen. Da läuft eine Maus. Spiele jedes Kapitel, das du bereits abgeschlossen und gespeichert hast. Okay, das könnte man machen. Jetzt können wir nochmal kurz die Modellansicht schauen. Wenn du dich nicht bewegst, regeneriert sich deine Gesundheit bis zu einem gewissen Punkt. Ah, es sind jetzt auch neue Ladebildschirme, so wie das aussieht. Wow. Kann ich die auch drehen? Boah, geil. Alter, 38. Wo will er hin? Hallo? Wow, geil. Der lebt ja noch. ein guter Detective kann aber manchmal etwas schroff sein, denkt selten an die Konsequenzen seines Handelns und bringt dadurch andere in Schwierigkeiten. Dieses würde ich eher Josef zutrauen. Josef ist seit langem sein einziger Partner. Und ich glaube auch der letzte. Und Josef ist, glaube ich, nicht mehr sein Partner nach dieser Aktion. Text verbergen und so. Ah, okay, kann man sich ganz so... Ja, im Trenchcoat. Sebastian Castellanos im Trenchcoat. Yeah. Naja, was haben wir denn hier? Kidman und Kidman verwundet haben wir hier. Nein, das ist wieder sexistisch hier. Ruvik ohne Robe. Ruvik Ruben. Ja, Ruben ist also Ruvik. Da sehen wir es. Ja, Ruvik als Kind. Ruben Victoriano als Kind. Ruben Victoriano als Kind verbrannt. Also Ruben ist quasi, Wer nennt denn seine... Achso, 9 und 10 waren die Großen, ne? Stimmt ja. Da ist den Spieleentwickler auch nichts mehr eingefallen. Oh, nehmen wir mal 9 und 10. Passt schon. Quadquell heißt die Kreatur. Oh Gott. Laura. Die Laura.
Hallo Laura. Oh, bist du ein hübsches Mädchen? Oh, bist du aber ein hübsches Mädchen? Sieht so ein bisschen aus wie... Oh, oh, ich will ganz ohne Liebe machen jetzt. Oh, Liebe machen, oh, Liebe machen. Die sieht so ein bisschen aus wie von The Ring. Hui, hui, die Haare. Kann man so ein bisschen ins Gesicht reinzoomen? Ja, ja, lecker mit. Bis hoch. Lecker Mädchen. Geh mal weg. So. Ketzerei. Mhm. Was ruhelos Gruppe B? Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Messer, Granate. Also okay, dann gibt's noch Tiere. Gibt's auch. Was ist denn das? Ich weiß, das Let's Play müsste schon längst zu Ende sein. Ich find's total ulkig. Das haben wir nie gesehen, sowas. Ich hatte auch gar keine Zeit dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Schlagring, ja super. Raketenwerfer, ja. Mit Raketenwerfer und mit dem Maschinengewehr dürfen wir jetzt wahrscheinlich das Spiel dann anschließend nochmal spielen. Oh, das ist übrigens den Stuhl, den ich jetzt hier habe. Ja, da sitze ich gerade drauf. Lädt Profildaten. So. Und ja, damit möchte ich mich einfach bei euch herzlich bedanken, dass ihr bei diesem Let's Play ja dabei war. Dabei weiert. Dabei wart und ja, ihr mir gefolgt seid bei dieser Reise hier ja, in die Anstalt und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen hier auf meinem Channel mit dem neuen Let's Play. Ich weiß noch nicht, keine Ahnung. Ihr könnt ja auch gerne mal was in die Kommentare vorschlagen, was ich mal Let's Playen soll. Also bitte nur PlayStation-Sachen, weil PC habe ich ja leider noch nicht. Wird ja wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann mal kommen, denke ich mal. Ja, schlagt ruhig mal was vor, da würde ich mich riesig drüber freuen und ja, möchte mich, wie gesagt, mit den tollen Bildern, wo die Maus da weghüpfelt, einfach mal bedanken und würde mich freuen, ja, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei der Let's Play Live Show und bei den Let's Plays. Macht's gut, ciao!